Borussia Dortmund hat bei Eintracht Frankfurt einen wichtigen Zähler im Meisterschaftskampf eingefahren. Weil der FC Bayern zeitgleich in Leverkusen strauchelte, träumen die Fans der Borussen mehr denn je von der Meisterschaft. Lucien Favre war eigentlich ganz zufrieden, was das Ergebnis angeht. Roman Bürki und Marco Reus äußerten sich dagegen zu den Fangesängen der Fans. Erlebe die Highlights des BVB in der Bundesliga auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. In diesem Artikel findet ihr alle wissenswerten News und Gerüchte zum BVB am Sonntag. Der BVB in der vergangenen Woche. Hier bekommt ihr alle Infos in den Übersichtsartikeln der letzten Tage, BVB, ratlos und im Gefühl zur War, jubeln oder hadern. Schon wieder nicht verloren, den Vorsprung zudem ausgebaut, die Dortmunder Profis hätten mit großer Zufriedenheit in die Heimat reisen können. Nach Remis in Frankfurt, das sagt Lucien Favre. Trainer Lucien Favre hat sich zum 1:1 seines BVB bei Eintracht Frankfurt geäußert und dabei angemerkt, dass er den Spielstand des FC Bayern in Leverkusen nur einmal ganz kurz verfolgt hatte. Auf der Pressekonferenz nach dem Match in der Commerzbank Arena sagte Favre, das war ein sehr interessantes Spiel. Wir wollten unbedingt gewinnen, müssen das aber akzeptieren. Wir haben einen Großteil der Partie kontrolliert, aber insgesamt nicht genug. Manchmal haben wir einfach nicht die richtige Entscheidung getroffen. Dass die Bayern zeitgleich in Leverkusen beim 1:3 baden gingen, interessierte den BVB laut Favre nicht. Wir haben uns überhaupt nicht auf das Ergebnis von Leverkusen gegen Bayern konzentriert. Als das 1:1 fiel, habe ich mich nur einmal kurz für 10 Sekunden auf Bayern konzentriert, verriet der Ex-Gladbach-Trainer. BVB-Fans stimmen Meisterschaftslieder an, Reus und Bürki reagieren ruhig nach dem Punktgewinn in Frankfurt und der zeitgleichen Niederlage des FC Bayern stimmten rund 10.000 Fans der Borussen Meisterschaftslieder an, weil der BVB bereits 7 Zähler Vorsprung hat. Die Spieler des Tabellenführers wollen jedoch davon noch nichts wissen. Torhüter Roman Bürki sagte dazu, die Enttäuschung überwiegt. Bayerns Niederlage ist ein schwacher Trost. Ein Top-Wochenende wäre es gewesen, wenn wir auch gewonnen hätten. Auch Kapitän Marco Reus hielt sich bei Sky ob der Meisterschaftsparolen der Fans eher zurück. Wenn wir bis zum Ende weiter oben stehen, bleibt uns nichts anderes übrig, als es anzunehmen. Aber wir sagen auch nicht, wir müssen es unbedingt. Bundesliga, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund trennen sich 1:1 unentschieden. Tabellenführer Borussia Dortmund hat seinen Vorsprung trotz des obligatorischen Schwächeanfalls bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt ausgebaut. Der BVB verpasste durch das 1:1 wie in den vergangenen 4 Jahren zwar einen eigenen Erfolg in Hessen, liegt jedoch aufgrund des Patzers von Verfolger Bayern München 1:3 bei Bayer Leverkusen nun 7 Punkte vor dem Rivalen. BVB, Zorc erklärt Nichtberücksichtigung von Ex-Kapitän Schmelzer. Manager Michael Zorc von Borussia Dortmund hat die Entscheidung von Trainer Lucien Favre, Ex-Kapitän Marcel Schmelzer, nicht für das Auswärtsspiel von Schwarz-Gelb bei Eintracht Frankfurt zu nominieren, verteidigt. Das ist eine sportliche Entscheidung. Wir haben ja schon auch eine Dichte im Kader. Das wird immer mal wieder passieren, sagte Zorc vor dem Anpfiff der Partie bei Sky. Bei Testspiel gegen Hoffenheim, BVB-Juwel Yusufa Moukoko schnürt Fünferpack. Sturmjuwel Yusufa Moukoko von Borussia Dortmund hat erneut für Furore gesorgt. Beim 5:3 Erfolg der U17 des BVB gegen die TSG 1899 Hoffenheim erzielte der 14-Jährige alle 5 Treffer für seine Mannschaft. Auch in der U17-Bundesliga zeigte sich das Top-Talent der Schwarz-Gelben in der laufenden Saison in Torlaune. In 15 Spielen steuerte Moukoko beeindruckende 28 Tore bei.
Auch Barca bestätigt Alcacer-Wechsel zum BVB offiziell. Der Transfer des spanischen Nationalspielers Paco Alcácer vom FC Barcelona zu Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund ist seit Freitag nun auch ganz formell in trockenen Tüchern. Der spanische Meister bestätigte einen Tag nach dem Ende der Wintertransferfrist in Europa, dass Alcácer für eine Ablösesumme von 23 Millionen Euro fest zu den Westfalen wechselt. Der Betrag könnte durch Bonuszahlungen noch um 5 Millionen Euro aufgestockt werden. Zudem sind die Katalanen mit 5% an einem Weiterverkauf beteiligt. BVB, Shinji Kagawa geht zu Besiktas, Toljan-Leihe zu Celtic. Das Transfer-Hickhack um Shinji Kagawa ist offiziell beendet. Der japanische Nationalspieler von Borussia Dortmund wird ab sofort für den türkischen Erstligisten Besiktas auflaufen. Abwehrspieler Jeremy Toljan hingegen wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Celtic. Der U21-Europameister von 2017 schließt sich dem Traditionsklub von der Insel auf Leihbasis bis zum Saisonende an. BVB verleiht Börnik an Dresden. Borussia Dortmund leiht seinen Nachwuchsprofi Janis Börnik 20 bis zum Saisonende an den Zweitligisten Dynamo Dresden aus. Wir erhoffen uns, dass er auf gutem Niveau in einer guten Mannschaft entsprechend Spielpraxis bekommt. Es ist eine Leihe ohne Option, sagte Sportdirektor Michael Zorc über den defensiven Mittelfeldspieler. BVB, Sebastian Kehl erklärt exklusiv die Wende bei Borussia Dortmund. Wir sind im Sommer viele Dinge angegangen, mit internen Umstrukturierungen, mit neuem Personal, mit meiner Person, aber auch mit Matthias Sammer als externem Berater. Ich glaube, das waren viele gute Entscheidungen, mein Kehl, aber natürlich war eine der wichtigsten Entscheidungen die für Lucien Favre als Trainer und die Kaderzusammenstellung. Wir haben es geschafft, dieser Mannschaft eine neue Mentalität zu vermitteln und eine neue Leistungskultur zu kreieren. Keine Kampfansage Richtung Bayern mit dem Ergebnis Bundesliga-Tabellenführung mit 6 Punkten Vorsprung auf den FC Bayern und Gruppensieg in der Champions-League-Vorrunde, sei man natürlich hochzufrieden. Jegliche Kampfansage Richtung München oder gar Europa verkneift sich der gewohnt smarte Kehl, aber wir wissen, dass es weitere Herausforderungen gibt und dass wir weiter auch hart arbeiten müssen, um erfolgreich zu bleiben. Was Sebastian Kehl noch exklusiv zu Goal und Spox zu sagen hatte, erfahrt ihr im kompletten Artikel.